Hallöchen und herzlich willkommen zu einer richtig abgefahrenen Minecraft-Modifikation mit mir, dem Lokopa. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute habe ich wieder was Großartiges mit euch vor, denn heute werden wir zur Spinne mit der sogenannten Spider-Queen-Mod. Genau, yay, endlich Haare auf den Beinen, das wollte ich schon immer mal haben. Wir werden erwachsen. Nein, diese Mod ist wirklich ziemlich cool, wir bekommen ein ganz neues Model. Hier sehen wir es auch schon, wir werden automatisch mit dieser Mod zur Spinne. Und das Fantastische an dieser Mod ist halt, dass wir jetzt ganz neue Fähigkeiten erhalten. Man hat es vielleicht schon im Intro gesehen, ab sofort können wir, und jetzt kommt es, Mobs in einen Kokon verwandeln, quasi umwickeln mit Fäden, und das ist phänomenal. Mit diesen Kokons können wir eine eigene Spinnenarmee erzeugen, das heißt, wir müssen hier Eier ausbrüten und dadurch können wir so eine Creeper-Spinne oder ähnliches kreieren. Es gibt auch eine Villager-Spinne, die kann Sachen transportieren, die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Wir haben ein ganz neues Bett, ganz neue Mobs, Menschen, die hier rumlaufen, ist wirklich der Wahnsinn. Eine großartige Minecraft-Mod. Bevor ich mich jetzt allerdings, weil ich so hässlich aussehe und ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor mir selbst, bevor ich mich gleich versuche, selber mit dem Staubsauger aufzusaugen, verschreck, schauen wir uns direkt die Mod mal an. Wenn ihr zum allerersten Mal die Mod installiert habt, dann werdet ihr feststellen, dass ihr erstmal einen konstanten Schwächeeffekt als Begrüßung bekommt. Yay, da freut sich jeder. Der Witz ist halt, als Spinne sollte man eher nachtaktiv sein, denn wenn es dunkel ist, bekommt ihr einen Night Vision Effekt, bei Tageslicht einen Schwächer. Also das ist also ein bisschen Schwäche, deswegen müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. So, das A und O aus dieser Mod sind diese Fäden hier, die wir theoretisch auch produzieren, indem wir einfach gar nichts machen oder durch die Gegend laufen. Ich habe bereits hier nur durchs Gequatsche 4 Fäden erhalten. Das ist ziemlich cool. Was wir damit machen können, damit können wir gleich eine ganz tolle, starke Waffe craften. Das werden wir direkt mal ausprobieren. Vorher erstmal ganz kurz aufgerüstet. Leider sieht man die Ausrüstung nicht. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber nun gut, das soll uns jetzt nicht aufhalten. Also direkt mal aus dem kreativen Modus rausgegangen. Wir brauchen mindestens 3 von diesen Fäden und dann können wir diese weißen Luftballons hier kreieren, sogenannte Spinnweben. Einfach mal hier umgewandelt und damit haben wir jetzt die Möglichkeit, und das feiere ich, jetzt können wir ganz einfach mit diesen Wellen, quasi Mobs, sei es zum Beispiel eine Kuh, in ein Kokon verwandeln. Wenn sie jetzt endlich mal... Bleib mal stehen! Die ist aber auch schnell. Das ist doch echt... Hallo! So, da ist es auch schon passiert. Und diese guckt jetzt wirklich sehr arm aus der Wäsche. Was können wir mit dieser machen? Dazu kommen wir gleich. Unter anderem können wir Eier produzieren und einiges mehr. Wir können es auch essen, aber wie gesagt, das schauen wir uns dann gleich an. Das ist ziemlich böse. So, demnach geht es direkt los. Ich habe mir wieder sehr viel Mühe gegeben, einen kleinen, spannenden Parcours. Und ich würde sagen, wir fangen mit Kapitel Nummer 1. Freundliche Feinde. Damit werden wir jetzt direkt mal anfangen. So, freundliche Feinde. Und jetzt kommt, es ist vielleicht ein bisschen trocken, aber es ist wirklich der absolute Hammer. Und zwar gibt es ab sofort in Minecraft Spezies, sag ich jetzt mal, oder Friedensverträge, ja? Das heißt, wir haben Creeper, Zombies, Skelette, Bienen, aber auch Menschen. Und diese, mit diesen könnt ihr Frieden schließen. Das heißt, von Grund auf an werden euch die Creeper überhaupt nicht angreifen. Das seht ihr ja auch schon, weil die behandeln euch erstmal als ganz neutrale Person. Ist ja auch vernünftig. Ich meine, wir haben ja noch nichts gemacht. Solltet ihr allerdings einen Creeper angreifen, dann habt ihr es euch mit diesen verscherzt und diese greifen euch grundsätzlich wie im Vanilla-Modus an. Ne? Das sei ganz kurz gezeigt. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Creeper, selbst wenn ich immer, ja, freundschaftlich, das mache ich mit jedem Freund, einfach mal ins Gesicht haue, zack, seht ihr auch schon, das juckt ihm wirklich gar nicht. Aber ab einem gewissen Grad ist auch diese Toleranz, weg und, dann wird dieser ziemlich genervt. Das sei kurz gezeigt. Ich werde jetzt einfach mal diesen hier angreifen. So, Moment, vielleicht ein Diamantschwert und dann nochmal direkt mitgegeben und jetzt wird er aggressiv. Hier sehen wir auch schon die Meldung, dass wir einen Creeper, böse gemacht haben, ne? Da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen und der geht jetzt natürlich, wie gehabt, auf uns los. Sollten wir es übertreiben, dann, haben wir halt die ganze Rasse gegen uns, ne? Da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Wie könnt ihr euch wieder diesen anfreunden? Einfach ein Herz zur Hand genommen, habt einfach ein Herz für Creeper, einfach vor denen auf die Füße, geschmissen und schon nehmen die eventuell unser Geschenk an und damit können wir unsere Beliebtheit wieder ein wenig erhöhen. Ich weiß, es ist ein bisschen trocken, aber ich finde einfach dieses Prinzip richtig genial. Wie kommt man denn diese Herzen? Ganz einfach, dafür müsst ihr den Gegenspieler bekämpfen, und zwar die Menschen, die bösen Menschen. So, diese können theoretisch auch Skulls droppen, damit könnt ihr euch bei den Skeletten einschleimen und wir haben natürlich hier Brains, damit habt ihr die Möglichkeit, ja, mit den Zombies Freundschaft zu schließen und das ist echt cool. Obwohl, es kommt immer, glaube ich, auf das Gehirn an. Also so ein Simon Desue-Gehirn, ich weiß nicht, ob ich da wirklich, egal. Also wenn ich Zombie wäre, dann ist wurscht. So, dann kommen wir jetzt zur nächsten Rasse, und zwar haben wir jetzt die Menschen. Und das ist wirklich ziemlich cool, denn hier, ich werde einfach mal ein paar spawnen. Die haben zum einen, ja, die haben zwei verschiedene Bezeichnungen. Einmal haben die hier Experience, Poor oder Rich, und dann haben sie als zweite Bezeichnung einen Job. Sei es zum Beispiel hier als Kämpfer einen sogenannten Warrior, der direkt bekämpft wurde. Na, so ein Warrior ist es scheinbar nicht. Dann haben wir hier zum Beispiel einen reichen Farmer, der auch direkt bekämpft wurde und einiges mehr, ne? Und diese Kombination aus diesen zwei Begriffen sagt aus, was sie droppen und wie stark diese sind. Und das finde ich wirklich phänomenal. Das heißt, der Farmer, der reiche Farmer, hat ja einiges an Weizen gedroppt, obwohl so reich scheint er doch nicht zu sein mit 3 Weizen und 2 Seeds. Aber
ich hatte auch schon einen reichen Miner gesehen, der einfach mal 6 Diamanten getroppt hat. Warum nicht? Und ja, es ist ziemlich cool. Theoretisch könnt ihr auch noch weitere Sachen droppen. So, wenn ihr diese bekämpfen solltet, habt ihr natürlich auch euch bei den Menschen verscherzt und dann greifen euch die Menschen an. Das heißt, ihr habt den Friedensvertrag von den Menschen gebrochen. Theoretisch könnt ihr wieder an Beliebtheit gewinnen, indem ihr Creeper, Zombies oder Skelette bekämpft. Dann sehen die, ach guck mal hier, der setzt sich für uns ein und dann könnt ihr wieder mit den Menschen Freundschaft schließen. Ich hoffe, dass das nicht allzu kompliziert ist, aber ich wollte das hier mal kurz erwähnen, weil es einfach noch keiner irgendwie auf YouTube gemacht hat mit dieser Mod, obwohl sie so bekannt ist. So, okay, dann haben wir als nächstes als letzte Rasse noch die Biene. Ziemlich cool, schaut euch das mal an, die trägt sogar ihren Honig in Eimern. Ich meine, wie geil ist das denn? Einfach eine Blume verabreicht und schon, ja, haben wir ebenfalls mit diesen Frieden geschlossen, falls wir mit diesen irgendwie einen Streit leben sollten, ne? Ganz, ganz cool. Eine letzte Information noch und dann geht es los. Ihr könnt theoretisch auch trotzdem Gunpowder farmen, ohne euch mit den Creepern zu verscherzen, indem ihr euch unsichtbar macht. Aber das ist natürlich ziemlich, ziemlich teuer. Deswegen solltet ihr abwägen, ob ihr nicht doch irgendwie dann doch feindlich mit den Creepern umgeht. Das bleibt euch komplett überlassen. So, soviel zur Introduction. Dann geht's direkt los. Als erstes haben wir jetzt hier eine ganz neue Fähigkeit und zwar Klettern. Und zwar rennen wir jetzt nicht hier einfach gegen eine Wand oder so. Das geht leider nicht. Wir müssen hier diese Webs als Hilfe nutzen. Quasi so eine Art Leiter hier einfach hingebaut. Zack, zack, zack. Einfach hier besprüht mit der rechten Maustaste. Und dann sehen wir auch schon, dass wir hier ganz einfach hier hochklettern können. Das ist wirklich gar kein Problem. Im Übrigen ein ziemlich ekliges Geräusch, welches wir machen, wenn wir uns hin und her bewegen, oder? Hört mal her. Also das finde ich wirklich... Okay, es geht direkt weiter. Dann als nächstes mein Highlight aus der Mod, unter anderem neben den Eierausbrüten und so weiter, ist das mit dem Kokon. Das heißt, wir haben hier ein paar Vanilla-Mobs, die ich einfach mal spawne. Das heißt zum Beispiel die Kuh, die hatten wir jetzt schon gesehen, trotzdem einfach nochmal hier bearbeitet. Auch diese können wir ganz einfach mit der neuen Waffe abschießen. Und dann verwandeln sich diese, zwar nicht immer beim ersten Treffer, aber vielleicht beim dritten, vierten Treffer spätestens, in so einen Kokon und der Kopf guckt nur noch raus. Und guck mal hier an, das tut mir so leid hier, dieses kleine Hühnchen, was wir hier in dieser, ja, so eingewickelt haben. Ne? Das ist irgendwie, das ist schon gemein irgendwie. Oder hier ein Pferd und oh mein Gott, das ist wirklich sehr, sehr verstörend. Ich traue mich fast gar nicht, das zu bearbeiten, aber was zum Teufel ist das? Was zur Hölle? Was haben wir... das arme Pferd. Was wir damit anstellen können, das werden wir uns gleich anschauen. Hier noch der Wolf, der darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Was haben wir noch? Den Villager und dann sind wir auch gleich schon fast durch. Ich glaube, noch ein, zwei oder so haben wir noch. Natürlich das Schaf und, na, ist noch einer. Ja, das war es auch schon. Theoretisch können wir selbiges mit Zombie, mit Skelett, mit Creeper und mit einem Ender machen. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Was können wir nun mit diesen Gerätschaften anstellen? Ich habe es eben gerade schon versehentlich getan, obwohl ich nur auf die Kiste zugreifen kann. Entweder können wir die mit einem Rechtsklick aufessen. Zack, zum Beispiel das Schaf und dann bekommen wir weitere Fäden. Das hat man hier vielleicht gesehen. Mit etwas Glück bekommt man hier sogar Eier. In dem Fall hat der Wolf hat im Übrigen zwei Eier hier. Da hat die gedroppt und daraus können wir unsere eigenen Spinnen kreieren. Und das ist wirklich ziemlich cool. Eine weitere Möglichkeit, also wenn wir diese gegessen haben, hier zum Beispiel das Schwein, was jetzt auch eine ganz andere traurige Farbe bekommen hat, das ist wirklich ziemlich böse, oder hier das Schaf, das ist wirklich das ist einfach nur ekelhaft, dann können wir diese einfach eliminieren, indem wir einfach diese abbauen, ne, mit der linken Maustaste, dann passiert nichts mehr, die sind sowieso nicht mehr zu gebrauchen. Oder aber, wir nehmen einfach so einen frischen Kokon, den wir noch nicht bearbeitet haben, diesen können wir abbauen, dann bekommen wir, ihr seht es hier schon, ein Kokon als Kuh, ne, das sieht man hier auch schon, und diesen können wir jetzt ganz einfach auch woanders hin platzieren und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Warum, das seht ihr gleich, also wir können die ganz woanders hinsetzen. Das hat was mit den Ausbrüten zu tun und ja, das ist ganz, ganz toll. Das kommen wir dann, dazu kommen wir dann in Kürze. So, erstmal ganz kurz noch, bevor wir jetzt zu den Eiern kommen, die Falle. Es gibt hier noch ganz tolle Möglichkeiten. Zum einen können wir hier auch, hat man vielleicht schon gesehen, eigene Spinnenweben erzeugen. Also die Vanillaspinnen einfach, also hier dieses Web zweimal auf den Boden geschossen, also gestapelt. Oder aber es gibt auch so eine Poison-Variante, craftbar mit Fäden sowie einem Stachel. Der Stachel wird ausschließlich von Bienen getroppt. Diese können wir ganz einfach den Boden packen. Man kann auch dieses Ding stapeln. Sollte hier irgendein Mob draufsteigen oder drauf watscheln, dann wird dieser automatisch vergiftet. So, das wollte ich an dieser Stelle ganz kurz zeigen. Auch sehr, sehr spektakulär. Da geht es direkt weiter mit den Eiern. Und das ist wirklich ein riesen, riesen Highlight. Folgendermaßen funktioniert das jetzt. Also, wir können die ja, wie gesagt, wir können Mobs generell ja in so einen Kokon verwandeln. Das hat man ja schon gesehen. Zum Beispiel der Wolf. Diesen, wenn wir jetzt eine Wolfsspinne kreieren wollen, dürfen wir diesen Kokon nicht essen. Wir müssen ein Ei farmen. Das habe ich ja schon getan. Einfach hier neben diesem, ja, lebenden Kokon, sage ich jetzt mal, hinplatziert. Jetzt kann hier jederzeit eine kleine Spinne, entstehen. Und diese Spinne sucht sich den nächsten Kokon,
den diese Spinne findet, in dem Fall ist das der Wolf, der ja noch nicht bearbeitet wurde von mir, wird den auffressen, so wie wir es getan haben, und dann wird diese Spinne automatisch zur Wolfspinne. Und das Prinzip finde ich richtig, richtig cool. Demnach haben wir 7 verschiedene Spinnen, die wir erzeugen können. Sollte kein Kokon in der Nähe sein, dann wird das nur eine sehr zerbrechliche Spinne, die wirklich gar nichts drauf hat. Ich werde einfach mal hier ein Ei hinpacken. Das müsste hier dann in dem Fall möglich, also hier werden wir dann gleich eine sehr schwache Spinne kreieren, weil die nichts zu essen hat. Sollten wir einen Kokon haben, der nicht zu den 7 hier gehört. Wie gesagt, wir können nur 7 verschiedene Spinnen kreieren. Sei es zum Beispiel ein Schaf als Kokon, weil eine Schafspinne gibt es nicht. Dann wird das zu einer normalen Spinne, die aber auch Seite an Seite mit euch kämpfen kann. Ich hoffe, dass das nicht allzu kompliziert klang. Wir sehen es ja gleich in der Praxis. Also wie gesagt, wartet auf jeden Fall ab. So, also dann gibt es hier die Villager-Spinne. Auch diese werde ich am besten nicht mit einem Ei abwerfen, sondern hier mit diesen Strings einfach mal ein Ei hier neben platziert. Ich hoffe, dass die Spinne gleich den Villager schluckt. Zack, direkt mal daneben gepackt. Dann als nächstes, was haben wir noch im Gepäck? Falls dieser Kokon nicht richtig stehen sollte, könnt ihr den ja auch wie gehabt abbauen und irgendwo anders hin platzieren. Das ist echt cool. Als nächstes haben wir noch die Pferdespinne, die euch theoretisch tragen kann. Da müsste hier die Creeper, der Creeper sein. Auch diesen werden wir direkt in so einen Kokon verarbeiten. Zack, auch hier mal ein Ei neben platziert. Noch 3 haben wir mit einem Enderman. Ich hoffe, dass ich das jetzt hinkriege, nicht, dass er verschwindet. Ha, first try ist, glaube ich, am schwierigsten. Auch hier können wir eine ganz tolle Spinne kreieren. Ich hoffe, dass das funktioniert, weil das Ei backt jetzt gerade in diesem Dispenser. Ich werde hier nochmal ein weiteres zur Sicherheit einfach mal hinplatzieren. Dann als nächstes haben wir das Skelett. Und bevor mir das hier verbrennt, werde ich auch das ins Wasser schubsen natürlich. Und ich werde das hier immer wieder in einen Kokon verwandeln. Hallo! Und dann haben wir noch zum Schluss, und dann müssen wir wahrscheinlich kurz warten, das werde ich natürlich vorspulen, den Zombie, der natürlich auch nicht in dieser Reihe fehlen darf. Hier sehen wir es auch schon, jetzt haben wir einen Zombie besiegt, demnach ist der Friedensvertrag direkt unter den Zombies gebrochen, ne? Da müssen wir gleich mit Gehirn eventuell wieder arbeiten, dass wir diese Freundschaft wieder mit denen schließen können. So, also hier auch einfach mal das Ei hineingepackt. So, okay, das wäre diese Geschichte. Jetzt müssen wir kurz warten und dann schauen wir uns gleich mal die Spinnen an. Vorerst gucken wir, also wir haben hier noch eine kleine Battle Arena, dort können wir gleich diese Spinnen austesten. Da ist auch schon die erste entstanden, die Creeper-Spinne ist, glaube ich, fast am unspektakulärsten, dazu kommen wir gleich. Dann als nächstes, wie können wir eigentlich als Spinne schlafen? Dazu brauchen wir ein Spinnennest, welches wir folgendermaßen craften können. Wir brauchen, da schlüpfen nach und nach jetzt die Spinnen, das gucken wir uns gleich an, brauchen ein bisschen was an Holz in dieser Konstellation aufgebaut und dann müssen wir 19 Mal hier in dieses 18 Mal, Entschuldigung, ich kann nicht gut rechnen, wir müssen hier auf jeden Fall 18 Mal mit diesen Spinnenweben hier reinschießen, sodass wir hier ein Bett kreieren, also dass wir hier 9 von diesen Spinnenfeldern haben. Dann seht ihr auch schon die Animation, sollte jetzt die Sonne aufgegangen sein, in dem Fall ist es natürlich Tag, können wir uns nun ganz einfach ins Bettchen legen und es wird dunkel, also ganz genau andersherum, als wenn wir in ein Bett, ein normales Bett gehen sollten, ne? Also wie gesagt, wir können als Spinne nur den Tag zur Nacht machen, ne? Time, Set, Day. So, ganz kurz, ihr habt es schon gesehen, wir haben jetzt keinen Night Vision Effekt bekommen, die Schwäche, das ist, spielt so ein bisschen verrückt, ich glaube, da hat der Modder nicht so ganz korrekt hier gearbeitet, das mit den Effekten funktioniert noch nicht zu 100%. So, bevor wir jetzt zu weiteren besonderen Mobs kommen, wir haben noch einiges zu sehen, Bienen, Wespen haben wir hier, wir haben Ameisen, wir können sogar Fliegen essen, das ist ziemlich lustig, werden wir uns mal ganz kurz hier die Spinnen anschauen. Also, was haben wir? Schaut euch das mal an, wir haben hier 9 kleine Spinnen kreiert, das hier ist die sogenannte Pferdespinne oder Rider Spider, nice, Rider Spider, natürlich, reimt sich ganz toll. Damit haben wir die Möglichkeit, schaut euch das mal an, hier, das sind meine Untertanen, die tragen mich förmlich, nice. Damit können wir ganz einfach an Wänden hochkraxeln und das sieht, um ehrlich zu sein, ein bisschen, oh, ich weiß nicht, ein bisschen verstörend aus, aber schaut euch das mal an, Achtung, das ist so cool, irgendwie auch gleichzeitig bescheuert. Sind wir ein bisschen schneller? Ich glaube schon. Bekommen ein bisschen Fallschaden, aber warum nicht? So, was haben wir als nächstes? Wer ist denn jetzt schon geschlüpft? Dann haben wir jetzt die Villager-Spinne. Ziemlich genial, hier mit einem, ja, mit einer Truhe am Hintern tätowiert. Ziemlich cool, sowas würde ich auch gerne haben. Eine Truhe am Hintern, das wäre geil. Ein Rechtsklick ausgeführt und hier können wir halt irgendwelche Sachen lagern, sei es Diamanten, obwohl man müsste halt ein bisschen aufpassen, nicht, dass die einen irgendwie, nicht, dass die drauf geht oder sowas. Dann haben wir jetzt hier die Nova-Spider. Das ist die Spinne, die aus einem Hund gekommen ist und ja, das sieht ziemlich, ich weiß nicht, wie so ein kleines Erbsenhirn oder sowas. Auf jeden Fall kann diese uns aber auch andere Spinnen heilen. Ist also auch sehr, sehr nützlich. Dann haben wir hier die Wimpy Spider. Das ist die einzige Spinne, die jetzt gar kein Kokon gefunden hat. Hat demnach leider nur 2 Herzen. Ist total schwach und ja, kann eigentlich gar nichts ausrichten. Es ist leider, ja, ist halt ziemlich böse, dass man halt hier, das ist halt traurig, dass das passiert ist. Dann haben wir jetzt hier die Tank Spider. Schaut mal oben links euch die Herzen an. Das ist quasi der Panzer unter den Spinnen mit sehr vielen Herzen. Die entstand aus einem Zombie. Dann haben wir hier den Ender Spider.
wieder. Hier sehen wir ihn auch schon. Sieht ziemlich unheimlich aus. Hier ganz in lila. Und ein Glück, dass es sowas nicht im echten Leben gibt. Also das Alter, das ist so... Vor allen Dingen, wenn die so groß werden wie ich. Nee, danke, ohne mich. Also nein, da streike ich. So, was haben wir hier? Dann haben wir die Creeper-Spinne, hatte ich ja schon erwähnt. Und ansonsten haben wir hier, glaube ich, alle, sind wir alle durchgegangen. Jetzt werden wir diese in Action sehen. Okay, die Skelettspinne, das hat nicht so ganz funktioniert. Ist auch egal, damit können wir halt Spinnweben erzeugen. Beziehungsweise Schießspinnweben. So, jetzt geht es direkt los. Ich werde mal ganz kurz mit einem Zauberstab, den ich hier reingepackt habe, mit dem Recoil-Zauberstab, einfach mal meine Mannschaft zu mir holen. Achtung, Spinnen, bei Fuß, zack. Und da sind sie auch schon. Unsere Mannschaft ist komplett. Da kann auf jeden Fall Marvel einstecken. Also wir sind auf jeden Fall die richtigen Avengers. Okay, also wir testen das jetzt ganz einfach mal. Ich werde hier einfach mal einen Creeper spawnen. So, hier ist er auch schon. Und jetzt kann der sich, ja, ordentlich einen gefasst machen. Da rennt schon direkt eine Spinne auf ihn. Man hat es vielleicht. Da wurde auf jeden Fall unsere Spinne wurde wieder geheilt. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Hier, greif sie an. Greif die Menschen an. Die Ender-Geschichte kann übrigens Mobs in die Höhe schießen. Es sieht aber zum Teil eher so aus, als ob tatsächlich die Mobs wegkatapultiert werden. Hier zum Beispiel die Creeper-Spinne. Gucken. Die hat eher... Toll! Was hast du getan, Creeper-Spinne? Du hast unsere eigene Mannschaft in die Luft gejagt. Bist du bescheuert? Also ich glaube, hier sollte man eher strategisch die richtigen Spinnen auswählen. Aber wie gesagt, ich finde das System einfach toll. Das gefällt mir. So. Ja, soviel zu dieser Geschichte. Jetzt geht es spannend weiter, denn jetzt gibt es noch weitere Feinde, die es wirklich in sich haben. Zu diesen Zauberstäben kommen wir gleich noch, die haben auch noch ein paar Besonderheiten. Also, wir fangen erstmal hier mit der oberen Reihe an. Einige davon haben wir schon gesehen. Wir haben zum einen hier eine Ameise. Diese können entweder in Rot oder Schwarz daherkommen. Diese können wirklich richtig, richtig lästig werden, denn diese zerstören Blöcke. Das heißt, wenn ihr diese zu lästig findet, könnt ihr die über die Konfigurationsdatei ausstellen. Demnach können wir aber auch dieses Ganze ganz einfach in so einen Kokon verwandeln. Ich werde jetzt einfach nochmal zwei hier hinbauen. Vielleicht, hier hat man schon gesehen, hier fressen die sich durch einige Blöcke. Demnach ist es besonders gefährlich. Ich glaube, ich würde sie tatsächlich aber in den Konfigurationsdateien ausstellen. Dann haben wir jetzt die Biene, haben wir eben gerade schon gesehen. Die kommt in drei verschiedenen Variationen daher. Einmal haben wir die Königin. Dann haben wir als nächstes noch eine Königin. Hier die Arbeiterspinne mit diesen Töpfchen hier, auch ganz, ganz niedlich. Und dann haben wir hier die rote Biene, die ebenfalls, ja, die ist sehr aggressiv. Die rosane kann euch nicht angreifen und die Queen kann euch theoretisch auch bekämpfen. Also müsst ihr euch auf jeden Fall von den Grünen und den Roten in Acht nehmen. So, soviel zu dieser Geschichte. Auch diese können wir ganz einfach in Spinnweben einwickeln, was ziemlich böse ist. Komm schon, friss das. Aha, so. Dann haben wir als nächstes den Menschen. Haben wir schon gesehen, aber ich möchte das ganz kurz in einem Kokon hier euch präsentieren. Zack, zack, zack. Auch diesen ganz einfach mal bearbeitet. Und dann haben wir noch die Wespe. Diese ist ziemlich lästig, kann euch auch angreifen. Sieht unglaublich, sieht pottenhässlich aus, um ehrlich zu sein. Hier mit diesem Stachel. Ja, es ist schon ziemlich lustig. Die Bienen kämpfen natürlich gegen diese Wespe. Da sieht man es auch, wenn die ihren Stachel ausstrecken. Finde ich besonders niedlich. Kommt schon. Ja, da sieht man es nochmal. Habt ihr es gesehen? Hier in dieser Embryonalstellung hier? Da hat man es nochmal gesehen. Hier. Das ist so cool. Alter, was bekommt die denn für rote Augen? Junge, 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 Junge. Also sowas kriege ich nicht, wenn ich einen Stachel ausfahre. Dann geht es direkt weiter. Wir haben noch weitere ganz tolle Geschichten. Diese können wir jetzt nicht in einen Kokon verwandeln. Hat so ein bisschen was von so einem Anime oder sowas. Ich werde hier einfach mal die sogenannte Yuki hier spawnen. Das ist dieses Wesen hier. Von dieser müsst ihr euch in Acht nehmen. Diese komische Tante hier ist ziemlich kaltherzig zu euch. Sie spawnt Eis, kann euch einen Slowness-Effekt hinzufügen, kann Wasser in Eis verwandeln und Schnee erzeugen und einiges mehr. Auch das werden wir natürlich ausprobieren. Ich werde hier mal ganz kurz nochmal einen Human hier spawnen, weil das sind auch die natürlichen Feinde dieses Wesens. Juckt die irgendwie gar nicht oder so? Oh, jetzt hat er die Haare getroffen. Jetzt geht's ab. Zack, bekämpft. Also hat einen Slowness-Effekt bekommen, wurde hier eingesperrt und ja, das ist quasi dieses Wesen hier. Dieses Teil könnte theoretisch einen Zauberstab droppen. So ein Ice-Staff, Freeze-Staff, Entschuldigung, Freeze-Rod heißt es, glaube ich. Genau, Freeze-Rod. Und damit haben wir die Möglichkeit, selbiges auszuführen. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, Eisblöcke zu erzeugen. Sei es vielleicht hier auch Wasser oder sowas. Können wir so eine Kugel hier hin und her schießen. Aber auch Mobs können wir ebenfalls in dieser Form hier besiegen. So, damit hätten wir das abgehakt. Jetzt kommen wir endlich zur Fliege. Hell yeah, hier sehen wir sie ja auch schon. Ziemlich lustig, denn diese können wir einfach in der Luft auffressen. Noms. Und weg ist sie. Natürlich. Ja, da, wie gesagt, fliegen immer dahin, fliegen, wo es stinkt. Also zu mir. Ja, schmeckt wirklich sehr gut. Warum auch nicht? Schmeckt auch gut auf Toast, habe ich mir sagen lassen. Dann haben wir als nächstes den sogenannten Jack. Jack, den konnte ich leider nicht spawnen. Ich weiß nicht, was das für ein Mob ist. Ich kann ihn nochmal ganz kurz hier schnell blenden und dann vielleicht das Bild hier einfrieren, damit wir kurz sein wahres Gesicht hier sehen. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Hoffentlich ein Screenshot jetzt eingeblendet von diesem Typen hier. Leider verschwindet er direkt in so einem Pumpkin. Wahrscheinlich muss man warten, bis es dunkel wird. Ich habe es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Das ist echt blöd. Dann als nächstes eine sehr interessante Pflanze. Und oh mein Gott, ey, sowas habe ich auch echt noch nie in Minecraft gesehen. Eine ganz
ganz neue Angriffstechnik. Und zwar ist das hier die sogenannte Mandragora. Klingt ein bisschen wie ein Pokémon. Und ihr seht ja auch schon, was diese macht. Die kann quasi ihre Wurzeln hier schlagen. Und auf einen ganz besonderen Wege. Also ihr werdet hier quasi in einer Linie hier angegriffen. Das heißt, wenn ihr diese bekämpfen wollt, dann müsst ihr am besten immer um sie herumspringen. Am besten wäre natürlich Pfeil und Bogen. Oder aber nicht, ja, am besten nicht direkt auf sie zulaufen, weil ansonsten kann sie euch treffen. Am besten immer so um sie herumspringen. Und dann kann man diese doch relativ einfach bekämpfen. Ihr bekommt eventuell ein paar Seeds. Sogenannte Mandragora-Seeds. Das heißt, diese könnt ihr ganz einfach in den Boden pflanzen. Dann könnt ihr selber so eine Pflanze züchten, die Seite an Seite mit euch kämpft. Allerdings müsst ihr beim Wachstum eher in der Nähe von diesem Feld sein. Denn wenn sie dann das Endstadion erreicht und dann in Anführungszeichen schlüpft, dann müsst ihr auf jeden Fall da sein. Ansonsten wird es eine feindliche Person. Dann haben wir noch einen Oktopus. Dazu gab es leider nichts auf der Website. Hier haben wir ihn auch schon. Ziemlich cool. Hier mit diesem komischen Mund, mit diesem Loch. Kann theoretisch auch über Wasser laufen. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Ganz kurz noch zu den Bienen, bevor wir jetzt zu weiteren Mobs kommen, bevor ich es vergesse. Bienen findet ihr ausschließlich, also Ameisen eher unter Tage und Bienen in diesen Bienenstöcken hier. Genau, in diesen Bienenhotels. Diese werden automatisch mit eurer Welt irgendwo generiert. Das ist ja eine vorgefertigte Map gewesen. Das habe ich einfach nur symbolisch hier reingebaut. Das sah halt, als ich eine random Map gewählt habe, sah das ungefähr genauso aus. Also da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. So, dann geht's direkt weiter. Als nächstes im Gepäck. Oh, ein Flieger. Bums. Als nächstes im Gepäck haben wir noch die Spider Queen. Die ist ziemlich mies drauf. Hier haben wir sie auch schon. Eine... Alter. Junge. Ah, das ist eine oben ohne Spinne. Oh mein Gott, eine nackte Spinne. Woo. Yay, Party. So, auf jeden Fall sehen wir auch schon, die hat einige Herzen. Und diese können wir bekämpfen. Kann mit Pfeil und Bogen im Übrigen schießen. Obwohl sie ziemlich aggressiv ist, hat sie immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Das ist doch immer, ist doch toll. Ist zwar ziemlich aggressiv, aber hat immer was zum Lachen, zum Grinsen. Denkt immer positiv, das gefällt mir. Yes! Und da hat sie einiges getroppt. Das heißt zum Beispiel ein paar Spinnenaugen. Rottenflash müsste vom Zombie kommen. Und wir haben hier das sogenannte Royal Blood. Allerdings weiß ich nicht, da habe ich keine Ahnung, was wir damit machen können. Ich habe hier einiges ausprobiert. Die Spider Queen greift uns trotzdem an, selbst wenn wir das mit uns herumtragen. Wir können es auch nicht essen. Und ich bin mir einfach nicht zu 100% sicher, was das eigentlich bringen soll. Apropos Essen. Wir haben ja noch einige Mobs. Ein ganz wichtiger Hinweis noch. Ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt. Solltet ihr tatsächlich aus irgendwelchen Gründen noch Fäden benötigen, könnt ihr auch ganz einfach Steak essen. Wir bekommen erstmal ein Achievement. Habe ich das etwa gemacht? Ja, hier. Genau, Fäden. Das kam von mir. Selbst abgezogen. Das ist, naja. Auf jeden Fall, selbst wenn wir alle Hungerkeulen voll haben, können wir trotzdem Steak in Fäden verwandeln. Ich bewege mich mal ein bisschen nach hinten und dann sehen wir auch schon, dass wir diese hier dann weiterverarbeiten können. Ist vielleicht auch sehr, sehr nützlich. So, damit hätten wir es abgehakt. Dann geht es direkt weiter mit weiteren Mobs, die ich leider zum Teil nicht mehr blenden kann. Wir müssen übrigens, ich hoffe, dass ich es nicht vergesse, gleich mal die Welt wechseln, denn es gibt noch eine ganz neue Struktur, die hier mit aufgebaut wird. Dazu kommen wir aber gleich. So, wir haben halt hier noch friedliche oder freundliche Mobs, sei es zum Beispiel eine freundliche Biene, eine freundliche von diesen Pflanzen natürlich, freundliche Zombie, freundliche Skelett und freundliche Creeper, die ich leider nicht spawnen kann, weil ansonsten spielt Minecraft merkwürdigerweise ab. Wir werden einfach mal trotzdem hier einfach mal zwei, bei manchen klappt es, bei manchen nicht. Ich meine, beim Zombie hätte ich keine Probleme gehabt. Vielleicht bei der Pflanze auch nicht. Wir werden das einfach ausprobieren, ansonsten starte ich Minecraft neu. Einmal die freundliche Biene, da haben wir sie auch schon, die könnte Seite an Seite mit uns kämpfen. Oder hier ein freundlicher Zombie, hier guck mal, sogar mit Bart. Ziemlich cool. Und dann haben wir hier noch die freundliche, ja hier, freundliches Blümchen, die könnten halt Seite an Seite mit uns kämpfen, das ist halt nur ganz kurz erwähnt, aber Minecraft schmiert normalerweise ab. So, dann haben wir noch, bevor wir gleich die Welt wechseln, haben wir noch das sogenannte Gasei. Was ist das denn? Was können wir denn damit machen? Ganz cool, damit haben wir die Möglichkeit, einen freundlichen Gas zu spawnen. Schaut euch den mal an, hier, das ist so süß. Ich habe euch mal die niedlichsten Minecraft-Mobs gezeigt und ohne Mist, ich kannte den nicht, der wäre garantiert mit dabei gewesen. Oh, hier, zum Knuddeln, sowas möchte ich haben. Oh, das ist so niedlich. Auf jeden Fall mit einem Rechtsklick können wir dieses Ding reiten und sogar durch die Gegend fliegen. Cool. Das macht echt Spaß und Laune. Die Eier können, soweit ich das gelesen habe, von Gas getroppt werden. Haltet auf jeden Fall die Augen auf, denn so ein niedlicher Mini-Gast kann auf jeden Fall einen, ja, hilfreich sein. So, damit hätten wir auch diese Geschichte abgehakt. Ich mag einfach diese Mod, es gefällt mir. So, genau, wir haben noch, bevor wir jetzt die Welt wechseln, einen weiteren Zauberstab, und zwar hier diesen Spider-Rod. Achso, hier diesen Recoil-Rod können wir übrigens mit Glowstone und Glas zusammen kleistern. Und dann haben wir noch den Spider-Rod. Damit haben wir die Möglichkeit, dass uns eigentlich Mobs folgen sollen, also diese Spinnen, aber merkwürdigerweise können wir das hier auf dem Boden platzieren. Ich hab echt keine Ahnung, was das bringen soll, um ehrlich zu sein. Vielleicht, wenn man hier irgendwie eine Spinne erzeugt hat, dass die dann direkt hier diesen Weg folgt. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das ist irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht.
Wenn ihr eine Idee habt, dann lasst mich auf jeden Fall wissen. Mehr stand nicht auf der Website. So, okay. Dann als nächstes, und jetzt kommt es, werden wir mal ganz kurz die Welt wechseln, denn ich habe was Tolles vorbereitet, beziehungsweise gefunden. Und zwar hier bei Neue Welt. Ja, genau. Wir haben hier diese Monsterfabrik, die hier hinzugefügt wurde. Sieht sehr, sehr interessant aus. Wir haben hier sogar einiges, was wir abfarmen können. Es gibt hier unten Diamanten und Emerald-Blöcke. Es gibt Diamantgeschichten, die wir abbauen können. Laut Mod-Beschreibung sind in dieser Maschine Menschen gefangen, die wir befreien können. Aber, und jetzt kommt es, ich bin hier vorhin mal durchgeflogen, habe hier einiges kaputt gemacht, habe hier einiges entdeckt. Minecarts sind durch die Gegend gefahren. Wir haben hier Kisten teilweise mit Diamantausrüstung, Obsidian und so weiter, welches man hier abfarmen kann. Wirklich ziemlich, ziemlich cool gemacht. Das Problem ist, ich habe halt gar keine Leute gefunden, die ich befreien konnte, obwohl ich hier ziemlich lange durch die Gegend gelaufen bin. Demnach könnt ihr das auch gerne noch erkunden. Ansonsten sind, wie gesagt, viele Räume, sehr viele Redstone-Schaltungen, einige sehr interessante Mechanismen. Es ist so eine Art Hochofen und ja, es ist, weiß ich nicht, es ist eine tolle Geschichte, aber ich weiß, konnte jetzt nicht wirklich was mit diesem ganzen Gebäude anfangen und habe jetzt nichts Spezielles, was ich euch zeigen kann, außer dass man hier halt seltene Erze abfarmen kann. Genau. Ganz wichtig noch, solltet ihr diese Mod tatsächlich installieren, dann werdet ihr beim Starten feststellen, dass ihr nicht euren Spielerskin habt, sondern ihr seht aus wie so eine Spider-Queen, ja, wie so ein Mädel oben ohne, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Dazu müsst ihr, wenn ihr euren eigenen Skin spielen wollt, auf Mods drücken, dann haben wir hier die Konfigurationen, einfach die Mod ausgewählt, auf Config geklickt und hier können wir theoretisch auch Mobs deaktivieren und hier gibt es den Schalter Use Player Skin True und den müssen wir halt, ja, wie gesagt, auf True setzen, der ist normalerweise auf False, dann auf Fertig gedrückt und dann habt ihr euren Skin hier in Minecraft in Spinnformat. Wirklich ganz, ganz toll. Ja, an dieser Stelle, ich habe es eben gerade schon angeteasert, wenn ihr mal die niedlichsten Minecraft-Mobs sehen wollt, dann werde ich das direkt mal hier auf dem Bildschirm verlinken, ganz, ganz toll, oder einfach mal die besten Minecraft-Mods, warum auch nicht, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ansonsten war es das von mir, das war Delocoup mit der Spider-Queen-Mod, bis zum nächsten Mal, bis dann und tschüss!